Ich weiß jetzt im Endeffekt gar nicht, wie lange ich komplett aufnehmen darf, weil ich habe wieder mal nicht im Kopf, wie viel freien Platz ich habe. Das Erreichen des 6. Platzes in der Rundkursrangliste. Toll, Mann. Du hast deinen Wagen auf Super Street gebracht. Pavement Pounder, Burn Rubber, Tires Reviewed, Big Power Now, New Turbo Kits und Get More Grip. Wunderbar. Wo ist denn hier das mit Rob Zombie? Das ist dann auch ein Vinyl, nehme ich an. Ach, stimmt ja, da kann man auch noch Sachen drauf machen. Cool. Was haben wir denn? Was haben wir denn? Ja, Jackson Racing. Mein Gott, da kann so viel drauf. Boah, aber habe ich echt Lust da... Habe ich da Lust, so viel drauf zu hauen? Nee, mach das mal wieder weg. Nee. Die Mühe mache ich mir jetzt nicht. Darauf habe ich gerade keine Lust, da rumzublödeln. Ich will eher wieder Rennen gewinnen. Ja, ich will Rennen gewinnen. Darum spiele ich jetzt auch das Drag-Rennen Glühwürmchen. Warum nicht? Ja, Glückspilz. Ich habe alles, was du brauchst. Mal sehen, wie du fährst, wenn es drauf ankommt. Main Street, die Fakten von Clutch. Clutch macht mit seinem glühenden Auto vielleicht was her, aber cooles Aussehen allein verhilft im Rennen nicht zum Sieg. Für 1250 Teebeutel. Okay, danach war es aber mit den Teebeuteln, weil dann wird das echt schon viel zu viel. Aber wieso denn aufhören? Wir haben doch auch von den GameCube-Controllern mittlerweile Tausende erhalten. Das ist einfach nur viel zu viel. So, welcher ist denn deiner, der so viel glüht? Die Glühwürmchen. So. What? Alter, diese Geräusche. Ist das Nitro von einem von denen oder was? Boah, hinterher, hinterher. Lasst mich durch, ich bin Arzt. Warum? Wieso geht der da auf die andere Seite? Komm, ab ins Ziel. Oh, verdammt. Wieso bremst er auch ab? Ist das jetzt erst so, dass das Nummernschild bei mir hinten nicht dran war? Hm? Nee, jetzt ist es wieder dran. Ist es vorhin abgefallen? Weggeschaltet. Das hört sich so komisch an, als wenn der fünfmal hintereinander schaltet, der hinter mir ist. Ach komm. Das meine ich. Dass jedes Mal, wenn ich rüber auf eine andere Spur gehe, ich zurückgedrängt werde. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ach komm schon, immer wieder dieses blöde Übertouren. So. Hinter dir her. Ich krieg dich. Ich krieg deinen Windschatten ab, Kollege. Den richtigen. Nein! Moment rüber. Alter, dieser Wagen. Dieser eine Wagen hat mir den Sieg jetzt kaputt gemacht. Mann! Schaut euch die Zeit an. 0,05 war ich hinter Klatsch. Ah, da weiß ich schon, wen ich gern klatschen will. Mein Gott. Nee, das... Ich habe gehofft, dass der Zeiger davon direkt wieder runtergeht, aber nein. Nein, nein. Naja, ich muss da sowieso dann jedes Mal Bilder draufhauen, wenn irgendetwas nicht klappt. Ah, rüber. Nimm ihm die Geschwindigkeit. Ah, ab hinterher. Das Nitro behalte ich mir jetzt mal etwas auf. So, dann schiebe ich dich etwas vor mich hin. Schieben, schieben. Alter, nein. Wow. Da hatte ich jetzt echt Glück gehabt. Aber cool. Ich glaube, Klatsch hat es auch erwischt. 1250 Teebeutel, das ist jetzt viel zu viel.
Kann ich jahrelang mit leben. Level 3 Neonröhren. Yes! Yes! Nicht neu starten, nein! So. Und weil wir neue bekommen haben, neue Neonröhren, werde ich mir die auch direkt mal kaufen. Goldenes Neon, ja sicher. Pulsneon sogar. Das pulsiert. Nicht schlecht. Orange. Gelb. Und da geht das ganze Geld flöten. Weinrot. Pink. Wir haben kein Geld mehr. Goldenes Pulsneon. Will ich irgendein Pulsneon nehmen? Weinrot. Weiß. Gelbes Pulsneon. Das goldene Neon sieht aber irgendwie eher aus wie Orange. Naja. Das orangenes Pulsneon. Das gelb. Ich nehme gelbes Pulsneon. So. Dann kann ich nachher das Geld auch wieder schön investieren. Nachdem wir wieder etwas Kohle geholt haben, bei Sprint, ohne Hex, kein Crash. Ziel, Nines and Frey, die Fakten, heiße Hatchbacks sind der letzte Schrei. Leider sind ihre Besitzer nicht so cool wie ihr fahrbarer Untersatz. Alles klar. 1250. Pilze. Hatte ich die schon mal? Pilze? Irgendetwas anderes. 1250 Schneeflocken. Ja, weil bei uns in letzter Zeit wieder einiges an Schnee gefallen ist. Ja, ganz viel. Und beim Fortschritt sind wir bei 61 von 111. Das heißt, wir sind schon weit über die Hälfte eigentlich hinaus. Gut, dann müsste ich mich eigentlich nur noch gut anstellen. Traktionskontrolle im Optionsmenü ausschalten für Power Slides. Oh, die ist ja echt an. Okay. Mal schauen, wie ich dadurch dann jetzt verkacken werde. Die Traktionskontrolle. Ich habe eigentlich gedacht, die wäre die ganze Zeit aus gewesen. Aber okay. Vielleicht kriege ich damit die Kurven dann ja sogar besser. Das würde ich sehr schön finden. Also die Kurven nimmt er jetzt auf jeden Fall schon einiges anders. So. Bin ja mal gespannt, wie ich dann ohne Traktionskontrolle laufe. Ich war echt der Ansicht, das wäre aus gewesen, weil früher habe ich auch immer ohne gespielt. Aber ich weiß es nicht. Irgendwie habe ich das total verdrängt, dass man das ja so auch noch einstellen musste. Da habe ich die Abkürzung nicht richtig bekommen. Au, ja, da hat man jetzt die Traktionskontrolle gemerkt, dass sie abwesend ist. Aber okay. Ja, ist ein bisschen schwieriger zu lenken, aber was soll's. Ja, wir sind noch vorne, das ist gut. Das ist sehr gut. Weg mit dir. Ich mag dich nicht. Blöder Taxifahrer. Okay. Warum auch immer dann dieser komische Effekt kommt. Vor allem das ganze Bild wabelt ja hin und her. Ist schon lustig. So. Hopp, hopp, hopp. Und so langsam kriege ich auch wieder Hunger. Aber das nach 1,5 Stunden Aufnahme? Ich will eigentlich noch länger aufnehmen am Stück. Eigentlich will ich noch mehr machen. Noch viel mehr. Rennen. Ich will weiterkommen. Dieses Projekt läuft nämlich auch schon recht lange. Und naja, wenn das dann fertig ist, dann ist auch wieder mehr Platz da. Also dann ist der Platz bzw. frei für ein neues Let's Play. Ja, und ich mag neue Sachen eigentlich. Wobei ich jetzt nicht so eine Grafikkuche bin, wie man vielleicht merkt, weil ich dieses Spiel zum Beispiel spiele. Ah, was eigentlich schon recht alt ist. Ja, und die Charaktere, die sind ja so super gut dargestellt. Und die Animationen sind auch so klasse. Nicht. 1250 Schneeflocken gehen aufs Konto, vereisen damit. Und weil zwar der Tresor so warm ist, dennoch sind sie weg. Level 3, Rückleuchten. Sehr schön, dann schauen wir uns die auch mal an. Und da hätte ich doch wirklich fast vergessen. Erstmal Rückleuchten.
falsch. Hier. Da hätte ich doch gerade echt fast vergessen, die Aufnahme zu unterbrechen. Weil ich nicht so viel Geld habe, schaue ich mir die jetzt schon mal an. Ich würde entweder Chrome nehmen oder Reaper. Aber Chrome sieht ein bisschen komisch aus. Oder? Ja, nehme ich Masked. Oh, nein. Und Reaper erstmal. Und weil wir noch keinen weißen Wagen haben, nehme ich Masked. Sehr schön. So. Jetzt ist das Banale, dass mir eigentlich nur noch eins fehlt, um irgendetwas für 600 zu kaufen. Das ist sehr komisch. Schon wieder. Volle Kraft voraus. Ja, komm, dann ist das weg. Volle Kraft voraus. 14th and Vine Construction Reverse. Die Fakten. Heute Nacht gibt es keinen Verkehr. Ich fange an zu spucken. Sorry. Also konzentriere dich aufs Schalten und schnapp dir die Prämie, dann landest du auf Platz 6 der Rangliste. Alles klar. Ich werde mich anstrengen. Platz 6. Los, das schaffe ich doch. Hossa he, hossa he. Auf, auf. Up, up and away. Ja, jetzt habe ich schon wieder so viele Frames. Und dann kriege ich einen perfekt geschaltet nach dem anderen. Naja, nicht ganz. Ha, und dann bleibe ich am Anfang so dumm stehen. Ah. Und dann ist nicht mal Verkehr da, der mich stören könnte. Weg! Ich bin letzter Platz. Kein Kommentar dazu. Nein, nein. So, nächster Versuch. Wieso war das übertourt? Hör es mal hier. Perfekt geschaltet. Perfekt geschaltet. So, und jetzt will ich dir in dein Heck beißen. Dafür müsste ich nur etwas schneller werden. Oh mein Gott, sind die schnell. Es ist komplett still. Komplett still. Jetzt bin ich schon eine Sekunde schneller. Ich glaube sogar eine ganze oder mehr. Aber es hat nichts gebracht. Ja, muss ich noch schneller fahren. Baum, 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 baum. Gut geschaltet. Gut geschaltet. Übertourt. Wieso überholst du mich? Wieso sind die so schnell? Ah, die sind schneller als 100, als 270. Alter. Schneller als 280. Schneller als 290 sind die. Oh mein Gott. Aber ich war insgesamt schon wieder eine halbe Sekunde schneller. Das heißt, ich taste mich so langsam ran. Weil noch schnellere Zeiten können die ja eigentlich auch nicht fahren. Zweimal übertourt. Ja, dann schlecht geschaltet. Oh Gott. Ja, das kann, nee, kann ich wieder vergessen. Macht keinen Sinn. Wenn ich den dann nur im Heck nachschaue. Ich muss schnell auf Geschwindigkeit kommen. Aber so kriege ich nicht viel Geschwindigkeit. Ah. Okay, das wird wieder sehr eine Leidenstour. Perfekt. Perfekt. Wieso war der schlecht geschaltet? Mal ernsthaft. Die sind schon wieder weg. Alter. Ist mein Wagen vielleicht zu schlecht dafür? Das kann doch nicht sein. Das Schwierigste an dem Ganzen ist echt, den allerersten direkt gut hinzukriegen bei dem Drag-Rennen. Und das kriege ich nie so gut hin.
jetzt habe ich beim Ende an die 300 km/h gekratzt und das hat mir nichts gebracht. Der Anfang ist immer so Bullshit bei mir. Verdammte Kacke. Ah, schon wieder zweimal übertourt, mein Gott. So. Was? Wieso? Alter! Schalten die da vorne alles perfekt oder was? Ja, zumindest habe ich hier den komischen Leidensgenossen neben mir. Also gibt es nicht mehr sonderlich viel zu sagen. Wie der abgeht! Beide abgehen. Noch besser kann ich nicht schalten. Was sind das für Typen? Ach, und du kommst jetzt auch noch. Ja, sicher. Irgendwie habe ich das Gefühl, dieses Rennen bringt's gerade noch nicht.